Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mein Name ist Franconia und wir werden jetzt weitermachen, indem wir... Warte mal, Mother Base? Hier haben wir Mother Base. Schieß mich tot, aber haben wir ja schon alles ein bisschen was gemacht, glaube ich. Ressourcen, was fehlt da alles? Treibstoff. Ja, wir müssen unbedingt so Zeug uns... Ich schaffe noch alles Mögliche. Dann machen wir noch mal Staff assigned. Autozuweisungen. Enzyklopädie, was haben wir da? Das sind ja die ganzen Viecher. Und das haben wir ja schon alles gelesen. Letztes Mal, das haben wir noch nicht gelesen, aber ist jetzt, denke ich mal, auch nicht so wichtig. Und Nachschub brauchen wir ja noch gar nicht. Hubschrauber. Kassetten, das sind ja die ganzen Musiktitel. Musikkassette 1. Musikkassette 2. Und erhaltene Kassetten haben wir aktuell nichts. Dann gehen wir in die Missionsleiste. Ja, das haben wir, können wir theoretisch das nochmal machen. Mission ohne Entdeckung durch die Schädel abgeschlossen. In den Spaggenmay-Ruinen versteckte Rohdiamant gesichert. Das werde ich mal machen. Allerdings, wenn wir... Das mache ich mal im Offline-Modus. Das wäre ja cool, ne, wenn wir das nochmal machen könnten. Prolog haben wir volle Punktzahl. Wie gesagt, hier fehlt es dann auch noch. Nämlich, dann mache ich das mal, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich dann die Filme rende. Die Videos. Wir beginnen aber jetzt hier mit Der Weg des Helden. Und wir hören uns mal an, was die Kassette zu sagen hat, beziehungsweise Miller. Farming villages in southern Vahan have been subjected to a strategic bombing campaign the past several weeks. The damage is spreading. It's part of the Soviet Scorched Earth operation aimed at wiping out the guerrillas. The target this time is the commander of a Spetsnaz detachment. He's been key to the operation's success. People say this guy's responsible for annihilating the Mujahideen at Tsmasi Laman, the Hamid fighters, overnight. He's a tough, experienced commander. Don't underestimate him. The order from my client in the West is to shoot on sight. They want him out of the picture for good. Sorry, boss. This one's purely business. Wet work. A hit on a commanding officer of the Soviet military. Nothing personal. We're only doing this because it gets us one step closer to our goal. Jo, sehr schön. Nehmen wir doch, beziehungsweise als unterschiedliches Operationsgebiet nehmen Sie Mission in der Luftkommandozentrale an. Okay. Also muss ich erstmal fliegen. Haben wir hier Treffen, jawohl. Please select a landing zone, dass wir hier Roger. Das ist natürlich gut zu wissen, dass ich die Mission nur im Heli annehmen kann. Ich bin gespannt. This is Pequod, on station at LZ. Hier noch ein bisschen rum. Coole Sache, Saudi. Ich bin immer noch so begeistert. Zwar alles noch im Rohbau, aber das wird noch alles, denke ich mal.
Mach's gut, geliebte Mother Base. So, Moral des Personals. Nimm die Moral des Personals auf die Mother Base zu. Verbessern sich auch ihre Fähigkeiten über ihre eigentliche Stufe hinaus. Kehren sie häufig zur Mother Base zurück, um die Moral zu heben. Das mache ich doch. Mother Base, sie stellen Luftkommando zu. Gut, die Kassette brauchen wir eigentlich nicht. Das haben wir ja alles gelesen. So, gehen wir hier. Mother Base haben wir ja. Missionen, Missionen. Und der Weg des Helden. Mission Nummer 3. Mission accepted. Wo landen wir? Landen wir hier, heading oder? To Afghanistan. So. Ausrüstung auswählen. Hauptwaffen, da haben wir eigentlich nur die zwei. Ja, die nehmen wir beide. Nebenwaffen, da hätte ich gerne noch eine andere Pistole. Ich kann nur die auswählen, okay. Unterstützungswaffen. Haben wir mehrere Handgranate? Haben wir leider noch nichts. Wir können eigentlich nur das nehmen, was wir hier auch haben. Werkzeuge. Okay, die Falten, da haben wir nur eine. Wahnsinn, okay. Können wir hier nur mit diesen. Kosten für Entsendung 1800. Okay, Pferd kann ich nicht auswählen, beziehungsweise kann ich nichts umändern. Gut, doch Begleiter auswählen. Was ist normal? Ne, haben wir natürlich die Horse. Oder haben wir noch zwei andere, beziehungsweise drei? Charakter auswählen. Olivgrün. Ist das besser? Komm, nehmen wir mal die. Nee, das Vegetation nehmen wir doch dann lieber das. Tigerstreifen Standard. Standardkampfanzug mit Tigerstreifen, Karten, Tarnmuster. Tragen Sie ihn aus felsigen Untergründen, können Sie mit der Umgebung verschmelzen, es Ihren Feinden erschweren, sie zu entdecken. Sehr schön, haben wir doch das alles und wir starten die Mission. Deploying. Ja, ich bin gespannt, wo wir jetzt hier was. Müllcontainer, sie können gefallene Feinde in Müllcontainern ablegen oder sich selbst dort verstecken, um zu warten, bis Feinde ihnen vorbeigegangen sind. Milchcontainer, muss ich mal schauen, ob es die auch gibt. Ich bin gespannt. Episode 3, der Weg des Helden. Your target is a Spetsnaz Detachment Commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss. Make your way to Dishago Calais and eliminate the target. Also, dann wollen wir doch mal. Geh mal auf Nummer sicher. Nimm die Kanone. Wir sind gleich da. Da ist mein Pferd. Hallo. Be careful down there, boss. Oh, gleich hier noch eine Pflanze. We can use compounds from plants to make medicine or poison for use in new weapons and equipment. Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need.
Then go find the other chest. It'll keep the staff happy too. Sowas kann ich sagen. It's a type of medicinal plant. We can use that to make tranquilizer rounds more potent. So, dann reiten wir mal hier ein bisschen entlang. So, wir müssen auf, genau auf die andere Seite. Sehr schön. Dann kann ich immer schnell rennen. Ach so, stimmt. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ich schau mal, ob hier irgendwo Rotdiamanten sind oder irgendwas. So, ich steig mal hier ab und haben wir hier nochmal eine Pflanze. Sehr nice. Schwarze Karotte. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Yo, extraction arrived at Mother Base. Warte mal. Das kenne ich doch, das ist doch das gleiche, wo ich zuletzt gemacht habe, im freien Modus, kann das sein? Ich komme leider nicht gerade hin oder näher ran. Schauen wir mal hier die ganzen Außenposten an, was hier für Waffen sind. Aber es sieht recht verdächtig aus, ne? That's a shed where they hang their crops to dry. It's a sturdy building. Should be able to take your weight. Ich glaube, dass es wirklich so ist, ne? Ich erkundschafte hier mal wirklich alles. Wie gesagt, hier haben wir einen Haufen. Ich denke mal, ich vermute, der ist da drüben. Hier haben wir auch noch einen. Das Ziel könnten wir zerstören. Und ich glaube, das ist der gleiche Ort, natürlich. Ja, natürlich, hier ist die Brücke. Ach, verflucht ist natürlich schade jetzt. Dass es echt der gleiche Ort ist. Wie jetzt zuletzt. Aber okay. Diesmal geht es ja auch wirklich um die Wurst. Das. Okay, hier können wir noch was. Da ist auch noch, ja, ich glaube, das ist es. Central Asia before, but lately simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Ich glaube, das ist der Kommandant. Kann das sein, dieser Spätnazfuzzi, weil der rote Kappen aufhat? Marker placed. Marker removed. Wo geht der hin, der Typ? Der geht da rein, okay. Der Typ ist also jetzt da drinnen. Ich schleiche mich mal hier ran.
Normal müsste das ja eigentlich perfekt laufen jetzt. Wenn ich das jetzt schon in den letzten Folgen gemacht habe. Ja, ja, das ist der gleiche Ort. Mit many, many Gegnern. Eieiei. Ich habe ja gelernt in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich kann hier hoch, da wo diese Risse sind. That crack would make a good foothold. You can use crack climbing to make your way up. Ich finde es auch cool, dass der so langsam hochgeht, weil es halt auch wirklich anstrengend ist. Den werde ich so schnappen und wieder auf unsere Motherbase schicken. Alter, was macht der? Ganz vorsichtig, der scheint gut bewaffnet zu sein. Ganz ruhig, mein Freund. Links 1. Talk. He speaks Russian. What we need is an interpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. Du kommst zu uns mit. Jetzt ist natürlich alles wieder schwierig. Ich weiß nicht, kann ich den mir schnappen? Lade ich doch gleich mal nach. War natürlich jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Aber egal. Jetzt habe ich den wenigstens markiert. Da ist noch einer. Das sieht mich nicht bei dem Sandsturm hier. Das sehe ich ja noch weniger. Das ist natürlich der pure Vorteil. Ganz ruhig, mein Freund. So. Muss ich jetzt natürlich ausnutzen, solange der Sandsturm hier ist. Der ist jetzt leider schon wieder weg. Gehe ich jetzt weiter vor. Ich hätte mal wirklich gesagt, gar nicht, sondern mache hier eine kleine Pause. Sage, was brennt da drüben?
sage danke fürs Zuschauen. Oder nehmen wir noch den da? Halt, das tauschen wir um wieder. Wer hat mich denn da gesehen, bitteschön? Was ist der? Mal markieren, oder? Okay, dann mache ich hier doch nochmal sicher als halbe eine kleine Pause. Beziehungsweise Folgenpause. Mach dann in der nächsten Folge sofort hier weiter an dieser Stelle. Und es bleibt spannend. Ich hoffe, wir werden es in der nächsten Folge schaffen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Macht's gut. Servus.